Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen YouTube-Video. Lange ist es her, dass ich wieder so ein klassisches YouTube-Video hier mache, aber ich war gerade bei DM und ich habe viel eingekauft. Es ist diese komplette Tüte hier geworden und noch ein paar Sachen, die ich rausgenommen habe, die da nicht mehr reingepasst haben. Es gibt auch noch ein kleines Gewinnspiel. Ich verlose nämlich etwas an euch und was ihr dafür tun müsst und was es ist, erfahrt ihr am Ende. Also bleibt jetzt dran. So, es ist wieder ein gemischter DM-Haul. Ich zeige euch mal erstmal die Sachen, die ich jetzt hier schon rausgestellt habe. Und zwar habe ich sehr viele Putzsachen gekauft. Also es ist wieder ein gemischter DM-Haul mit verschiedenen Sachen, aber ich habe, glaube ich, ein Drittel dieses Einkaufs oder so. Oder keine Ahnung wie viel, aber es ist sehr viel, was das Putzen angeht. Ich blende euch auch wie immer. Man merkt, dass ich lange keine YouTube-Videos mehr gedreht habe, also Preise werde ich euch immer hier irgendwo hinschreiben. Und jetzt fangen wir an mit feuchten Tüchern hier zum Putzen. Das ist so ein Vorteilspack. Und die kaufe ich immer wieder bei DM, habe ich immer in meinem Haushalt. Und ja, das ist jetzt hier so eine Edition mit Duft nach Orange und Rose. Die einmal. Dann ganz viel Putzkram, wie gesagt. Ups. Also, ich habe mir einmal wieder von Frosch den Himbeer-Essig-Anti-Kalk-Reiniger gekauft. Kaufe ich mir immer wieder nach. Meine Mama hat irgendwann angefangen, mit diesen Froschprodukten zu putzen. Und sie hat davon immer geschwärmt. Dann habe ich sie ihr nachgekauft. Und ich finde die auch richtig toll. Vor allem dieses hier. Das riecht so angenehm nach Himbeer. Es ist nicht so dieses normale... also die meisten Reiniger sind so nach Zitrone und so dieses... Und der hier riecht richtig fein nach Himbeeren. Genau. Dann auch von Frosch einmal einen ganz normalen Glasreiniger. Meiner geht jetzt bald zu Ende, deswegen habe ich ihn wieder nachgekauft hier. So, dann habe ich zwei neue Sachen gekauft zum Putzen. Einmal von Antikal so ein Reiniger für das Badezimmer. Und da hat mich angelockt, hier unten, dass das so nach Frühlingsrose duften soll. Das fand ich irgendwie spannend. Und ja, entfernt bis zu 100% Kalk, Anti-Tröpfchen-Technologie. Will ich mal testen. Augenblick, ich muss mal eben mein Handy auf leise machen. So. Also das. Und dann habe ich noch geholt von Melleruth, auch was Neues. Das ist für meine Duschkabine. Das ist ein Reiniger, auch entfernt Kalk und Seifenreste und mit brillantem Abperleffekt. Also ich liebe es ja zu putzen und alles sauber zu haben und vor allem Staubsaugen tue ich richtig gerne. Und ich habe Duschkabinen und das ärgert mich immer so sehr mit diesem Kalk und mit diesen Wasserflecken. Und ich will das jetzt mal hier testen. Mal gucken, ich berichte euch bei Instagram, ob es geholfen hat. Dann habe ich nochmal Essigessenz, habe ich auch immer im Haushalt. Damit reinige ich zum Beispiel den Wasserkocher, kann man aber auch für vieles andere benutzen, also Essig. Feuchte Bodentücher, die habe ich auch immer in meinem Haushalt. Das ist auch so ein Basic, was immer mit muss beim DM. Weiter, 35 Liter Mülltüten habe ich geholt von der DM Eigenmarke. Dann das hier sind so Putzhandschuhe, auch von der DM Eigenmarke. Was haben wir noch? Hier noch irgendwas zum Putzen? Hier habe ich noch auch wieder 5 Liter, ich verstehe gar nicht, was es ist, 5 Liter mit Tragegriff. Ja, so Mülltüten, die einmal für mein Badezimmer. Dann habe ich hier Wattepads wieder nachgekauft und ich habe erst gedacht, dass die auch mit so Herzchen sind, aber leider ist nur diese Unverpackung mit Herzchen, das wäre ganz süß gewesen, wenn die auch mit Herzchen wären. Die habe ich geholt. Dann habe ich hier einmal Slip-Einlagen von Always. Dann habe ich hier von Rosense, mein Rosenwasser. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gekauft. Und eigentlich wollte ich es nicht kaufen, aber was mich angelockt hat hier, hier oben steht mit 3 Gratisproben inklusive. Und das will ich mal testen. Also was meinen die damit? Ist da noch irgendwas hier drin? Ich mache das jetzt mit euch sofort auf. Ich habe irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist da noch irgendwie ein Geschenk drin oder so. Ich habe sogar geschüttelt vorhin beim DM, aber
Ich glaube, die meinen damit, dass da irgendwie ein bisschen mehr drin ist oder so, oder? Nein! Oh mein Gott, da sind wirklich Proben drin. Wow, wie cool. 1, 2 und 3. Sehr schön. Hier ist einmal eine Probe drin für eine Gesichtscreme. Dann auch eine Gesichtscreme und das ist dann ein Augenserum. Sehr, sehr cool. Deswegen habe ich es gekauft wegen diesen 3 Proben. Aber finde ich ganz cool. Kann man ja mal mitnehmen, so auf Reisen oder so zu Hause mal testen. Ja. Und das hier mag ich auch ganz gerne. Also wie gesagt, ich habe es früher immer mal wieder gekauft, dann ganz lange Zeit nicht. Und jetzt hat mich das angelockt hier mit diesen Proben. Ne? Da bin ich auch so ein Opfer, was das angeht. Also wenn es irgendwie was Gratis dabei gibt. Dann habe ich ein Duschgel gekauft. Das ist neu. Das ist von Dresdner Essenz. Da gab es 2 und ich fand nur das hier gut. Also das andere habe ich dran gerochen. Das roch nicht so gut. Also das riecht sehr schön frisch. Hier ist Pfirsich drin, Mandarine, Zitrone und Holunderblüte. Also ein schöner, schöner Sommerduft. Dann habe ich ein Peeling geholt, mal von Nivea. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Das will ich auch mal austesten. Wovon ich enttäuscht bin, von Tracalmoon gab es ein Peeling, ich glaube, das hieß Brazilian Love. Und ich hatte mir das so, so gut duftend vorgestellt und ich war so enttäuscht, dass ich dran gerochen habe. Das hat für mich irgendwie gestunken. Und es gab auch eine Handcreme davon, da habe ich auch ein bisschen dran gerochen und sogar so ein bisschen auch meine Hand draufgegeben. Aber ich fand den Duft gar nicht gut. Ich war richtig enttäuscht, weil Tracalmoon hat ansonsten immer richtig gute Düfte. Ah, da habe ich noch was in der Putzkategorie. Einmal diese Klosteine. Noch was zum Putzen. Ich sag ja, Hälfte ist Putzsachen. Von Dr. Beckmann ein Waschmaschinen-Hygienereiniger. Das will ich wirklich mal probieren. Ich habe meine Waschmaschine noch nie mit sowas geputzt oder ich habe sowas noch nie benutzt. Das will ich echt mal probieren. Und ich hatte auch überlegt, noch irgendwas für Kalk zu holen. Ich glaube, das ist jetzt nur für die Hygiene, aber nicht für den Kalk. Aber ich werde erstmal das hier probieren und dann mal schauen. Weil meine Waschmaschine ist, sollte man wirklich mal richtig krass entkalken. Dann habe ich geholt von Geekin Georges. Die gibt es ja jetzt in den DM-Filialen vor Ort. Früher gab es die nur online. Da habe ich mir diesen Cleansing Balm gekauft. Und ich hatte erst einen. Der war nicht so umverpackt hier. Das ist hier festgemacht, damit man es nicht aufmachen kann. Da habe ich den zum Glück geöffnet, weil ich dran riechen wollte. Und da war schon so reingedutscht. Also passt immer auf. Das sind immer Leute, die öffnen die Sachen, gehen da rein, stecken es wieder zurück. Also passt da echt gut auf. Ja, also ich will diesen Cleansing Balm mal testen. Soll gut sein. Ich habe ja den von Balea. Finde ich okay, aber ich habe ja auch das Original schon probiert. Also nicht probiert. Ich habe das Original schon gehabt von Clinique. Das fand ich richtig, richtig gut. Das war auch sehr teuer. Und jetzt teste ich mal das hier. Dann habe ich noch so kleine Slip-Einlagen hier zum Mitnehmen. Dann habe ich mir Augenbrauenfarbe gekauft. Ich will nämlich meine Augenbrauen färben. Ich habe jetzt von Maybelline dieses Tattoo Brow. Das finde ich auch gut. Aber es hält leider nur 3 Tage. Wenn ich mich nicht abschminke so gründlich, dann hält es weniger. Weil wenn ich mich komplett schminke, dann muss ich mich auch abends sehr gründlich abschminken. Und natürlich komme ich an die Augenbrauen dran und mache damit diese Farbe auch ab. So. Und hier bei Syos, hier steht, das soll bis zu 4 Wochen halten. Und das will ich mal probieren. Und weil ich mir nicht sicher war, welche Farbe mir passt, habe ich einmal hellbraun gekauft und einmal dunkelbraun. Ich glaube, dass mir eher dunkelbraun passen wird, aber ich habe auch hellbraun mitgenommen und mal schauen, ich kann das dann auch wieder an jemanden verschenken, wenn mir das zu hell ist. Müsste meiner Mama passen, hellbraun. Dann noch was zum Putzen von Dr. Beckmann, Fleckenteufel für Deo- und Rostflecken. Und ich habe etwas für Rost gesucht und habe das gefunden. Ich habe nämlich im Badezimmer so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Ding, wo das Klopapier dran hängt. Und das ist irgendwie verrostet und ich will mal versuchen, das damit sauber zu kriegen. Dann habe ich mir so ein Band gekauft für die Haare. Das fand ich sehr süß. Das war auch das einzigste, beziehungsweise das letzte. Und ich fand das ziemlich niedlich für den Sommer jetzt.
wenn er denn mal kommt, ne? So, dann eine Sache zum Essen. Ich bin aktuell wieder auf einer sehr gesunden Phase. Ich esse sehr viel Salat. Ich habe auch die letzte Zeit immer sehr viel Spargel gegessen. Ohne Hollandaise natürlich. Und bin auch jetzt ein Fan geworden von Wraps. Das sind ja diese flachen Teigdinger. Und die belege ich dann auch nur mit Salat und ein bisschen Hummus so drauf. Und für den Salat esse ich gerne so diese Dinger. Diese kleinen trockenen Brotdinger. Croutons heißen die, genau, sind jetzt welche mit Kräuter. Und ja, habe ich jetzt zum ersten Mal von DM gekauft. Da war so ein Aussteller, da hatten sie so ein paar Sachen. Da habe ich die mitgenommen. Dann habe ich ein neues Trockenshampoo gekauft von Balea. Das ist mit orientalisch-blumigem Duft. Ich habe es tatsächlich dort nicht aufgesprüht, aber... Also ich weiß nicht, bis wohin die Kamera gefilmt hat. Die ist gerade ausgegangen, beziehungsweise sie hat gestoppt, weil sie voll war. Also ich hatte das hier gerade getestet. Das riecht sehr, sehr gut. Es ist auch ein Dupe zu einem anderen Parfüm. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf oder nicht sagen darf, ob ich gesperrt werde. Deswegen riecht auf jeden Fall sehr gut. Und ich mag auch diese... Also das fühlt sich auch hier so gut an. Es ist irgendwie eine andere Umverpackung als sonst die anderen Balea Trockenshampoos. Also sehr schön. Es gab einen neuen Aufsteller bei DM, als ich reingekommen bin, mit ganz vielen Sachen. Vielleicht blende ich euch das mal hier ein. Ich habe es gefilmt. Und da waren Rasierprodukte von Balea. Ich habe mir zwei Sachen gekauft. Einmal ein Creme-Peeling. Das ist auch noch... Ich habe es geöffnet, aber es war so zu. Das werden wir mal testen. Es riecht schön. Nicht so aufdringlich. Ist ein schöner Duft. Es ist auch rosa. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie gelb. Wegen der Umverpackung, aber es ist rosa. Und das ist mit Orangenblütenextrakt, natürlichen Peelingkörnern. Regelmäßige Anwendung hilft dem Einwachsen von Körperhaaren vorzubeugen. Also das ist so ein Peeling, Creme-Peeling, was man benutzen kann vor der Rasur oder danach. Und dann habe ich noch dieses Öl. Das ist ein Rasier- und Pflegeöl. Und das ist gelb. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz süß, so zum Mitnehmen auch. Die beiden Sachen, es gab noch mehr Produkte, aber ich habe mich auf die beiden beschränkt. Wieder Micellen-Reinigungstücher mitgenommen von Nivea. Und dann habe ich natürlich, wie bei jedem DM-Einkauf, mir wieder meinen Vorrat gekauft an Augenpads. Liebe ich, benutze jeden Morgen Augenpads. Ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass es hilft, Falten und Tränensäcke und so weiter vorzubeugen, beziehungsweise sie auch zu lindern. Ich habe jetzt wieder verschiedene geholt. Also von Balea habe ich welche, die sie da hatten. Hier solche. Dann habe ich auch von Balea Man. Das sind die gleichen, nur dass sie eben schwarz sind, was ich ganz schick finde. Und ja, sind genauso die gleichen, nur die stehen in der Männerabteilung. Und dann habe ich mir noch ein paar von denen hier geholt. Das sind so wie so Augentuchmasken. Einmal hier die mit Vitamin C und einmal die hier. Kann man auch sehr gut in den Kühlschrank legen. Dann sind sie noch effektiver. Dann ein neues Produkt von B-Routine. Das ist ein Nagelpflegeölstift. Den möchte ich auch sehr gerne testen. Und passend dazu habe ich mir auch noch einen neuen Nagellack gekauft. Von Essie. Das hier ist jetzt die Nummer 10 Sheer Fantasy. Und das ist eine neue Rezeptur, beziehungsweise da stand neue Rezeptur. Und das ist wohl so ein bisschen, ja, gel-lastig, sage ich mal. Und ich meine, der hat halt zu meinem jetzigen Nagellack so ein bisschen gematcht. Deswegen habe ich den mitgenommen. Ich mag so natürliche Rosé-Töne sehr, sehr gerne. Da muss man auch nicht jedes Mal irgendwie neu die Farbe drauf machen. Also wenn ich jetzt die Nägel rot lackiere oder irgendwie so eine andere Farbe, dann sieht man das sehr schnell, wenn das rauswächst. Und bei dem hier nicht. Und man sieht auch Patzer nicht so schnell bei sowas. Also ja, was steht denn hier nochmal drauf? Ja, neue Formel Gel Couture. Also es ist aus dieser Gel Couture-Reihe. Dann noch was für den Haushalt. Ich habe mir so Köder gekauft für Silberfischchen. Finde ich so eklig, aber ich habe ein paar in meinem Badezimmer entdeckt, also immer mal wieder. Und ich hoffe, das hilft mir jetzt, die irgendwie wegzukriegen.
Hier steht, dass es auf jeden Fall wirkt, schnell, sicher und unauffällig ist. Und bis zu 3 Monate kann man das dranhängen, glaube ich. Mal sehen. Dann noch was aus dem Haushalt. Schwammtücher, auch von Profissimo, der Eigenmarke. Und muss ganz dringend meine Fenster putzen. Ich habe das jetzt die letzte Zeit nicht gemacht, weil es ja sowieso immer geregnet hat. Aber ab nächste Woche soll der Sommer hier hinkommen nach Deutschland. Deswegen habe ich mir Fenstertücher geholt. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Sonst habe ich immer einfach nur mit einer Zebra-Rolle die Fenster sauber gemacht. Aber ja, ich hoffe, also bei der Zebra-Rolle hatte ich immer das Problem, dass man so die Schmiere, dass das so geschmiert hat. Und jetzt bei diesem Fenstertuch, ich hoffe, das wird besser. Ich kriege immer die Krise, wenn die Fenster dreckig sind, beziehungsweise wenn ich sie geputzt habe und dann sehe ich da, dass das so voll verschmiert ist und nicht so streifenfrei. Dann von Ebelin habe ich auch wieder diese kleinen Rasierer gekauft. Die benutze ich nur für meine Augenbrauen. Nebenbei gesagt, ich finde es ein bisschen übertrieben, diesen Trend, dass man sich jetzt komplett im ganzen Gesicht rasiert. Also, ich finde es unnötig. Also, wenn man nicht sehr stark behaart ist oder sowas und es einen nicht extrem stört, finde ich, das muss man echt nicht machen. Aber egal, muss ja jeder für sich selber wissen. Dann habe ich von Garnier nochmal einen Augen-Make-up-Entferner gekauft. Sonst hatte ich jetzt die letzte Zeit immer diesen großen von Garnier, dieser gelbe. Jetzt habe ich mal wieder diesen hier gekauft. Das wäre richtig gut, wenn Garnier diesen auch in groß rausbringen würde, weil das geht schon sehr schnell leer. Ich finde den aber sehr gut und ja, deswegen habe ich mir den jetzt mal wieder mitgenommen. So, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe mir 3 Sachen gekauft aus der dekorativen Kosmetik. Ich bin da ein bisschen rumgegangen, habe gestöbert und ich habe mir erstmal diese Mascara hier gekauft von Maybelline. War überhaupt nicht nötig. Ich habe nämlich, ich glaube, 4 oder 3 Mascaras offen, die ich getestet habe, weil in letzter Zeit gibt es so viele schöne, gute Mascaras aus der Drogerie. Die habe ich alle getestet, finde ich alle gut. Also vor allem Maybelline macht ganz, ganz tolle Mascaras. So, und jetzt habe ich mir diese hier geholt. Das ist die Firework Mascara. Ich habe schon ein paar Reviews dazu gesehen, dass die gut ist, aber nicht sensationell gut. Und dass die sehr weich ist. Also das Bürstchen lässt sich sehr gut biegen. Finden einige Leute gut, einige nicht. Dazu wird aber gesondert ein kleines Reel kommen auf YouTube Short, also als YouTube Short hier und bei Instagram. Also ich werde dafür noch ein Reel machen. Und dazu werde ich, glaube ich, auch ein Reel machen. Das ist ein neues Produkt auch von Maybelline. Das ist der Super Lock Augenbrauenkleber. Wir mal sehen, ob der was taugt. Meine Augenbrauen sind sehr störrisch und deswegen. Viele, viele Produkte halten bei mir nicht so gut, was die Augenbrauen angeht, aber will ich mal testen. Und übrigens, diese Umverpackung finde ich auch schön von der Mascara, so in Pink. Und dann habe ich mir natürlich noch ein Lippenprodukt gekauft von Max Factor. Max Factor? Max Factor, ja. Das ist ein Lip Glaze in der Farbe Cotton Candy. Das ist ein sehr, sehr schöner Nude-Ton. Wartet mal. Sehen. Das ist ein sehr schöner Nude-Ton. Leider gab es keinen Tester, aber ich bin mir ganz sicher, dass diese Farbe wunderschön ist. Und es gab noch ein paar andere neue Lippenprodukte, aber mich hat nur das hier angesprochen. Und ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal was von Max Factor gekauft habe. Es muss schon Ewigkeiten her sein, weil ich mich immer in der Drogerie auf L'Oréal Paris, Maybelline, NYX, Balea, Trended Up und so beschränke. Also Max Factor ist irgendwie komplett bei mir raus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich mir mal was davon gekauft habe. Aber ja, auf jeden Fall sah der Gloss sehr, sehr schön aus, deswegen durfte der mit. Und das ist auch schon alles. Jo. Das ist alles. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe euch ja gesagt, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das letzte Gewinnspiel. Da habe ich nämlich etwas verlost und leider hat sich die Gewinnerin bei mir nicht gemeldet. Und deswegen verlose ich das jetzt wieder. Jetzt zeige ich das mal. Das hier ist das Paket. Hier gibt es von Assam Beauty ein kleines Set. Da ist eine Vitamin C Gesichtscreme, ein Vitamin C
Augencreme und ein Serum. Alles aus dieser Vitamin C-Reihe hier. Dann habe ich hier noch was reingelegt. Ein Cremeöl Body Lotion von Balea mit Kirschduft. Und dann habe ich hier noch eine Maske und mal schauen, vielleicht werde ich euch noch irgendwas reinlegen. Also ich gucke mal. Ich bitte euch nur darum, wenn ihr das hier gewinnen möchtet, schreibt mir einen Kommentar in die Kommentare mit dem Hashtag Gewinnspiel oder Verlosung. Und bitte achtet darauf, dass wenn ich euch gezogen habe, also ich werde euch benachrichtigen in den Kommentaren, dass ihr mir auch bitte antwortet, weil ansonsten ja, muss ich jemand anderen auswählen oder es gewinnt keiner. Also bitte, bitte aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video kommt oder wenn ihr ja, kommentiert werdet, also wenn ich euch benachrichtige. Und alles andere schreibe ich euch in die Infobox dafür. Und jetzt hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Sonntag habt, dass euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Da bin ich jeden Tag aktiv und ich würde mich freuen, wenn meine Community hier wächst. Sie ist schon gewachsen. Ich freue mich, dass wir jetzt über 2000 sind hier. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß hier mit YouTube. Ich habe ja also verschiedene Vorlieben. Ne? Ich mache ja sehr gerne diesen DM-Kram, Beauty, Fashion. Ich mache aber auch sehr gerne was zu mentaler Gesundheit. Zu meinem Lymphödem, da habe ich jetzt auch eine Community erreicht, ne, mit vielen Mädels, die auch Lipödem oder Lymphödem haben. Und ja, Bücher sowieso, ne? Ich liebe ja auch Bücher. Und Vlogs. Vlogs mache ich ja auch sehr, sehr gerne. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ciao!